Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt auf meinem YouTube-Kanal. Assassin's Creed Brotherhood steht an, nachdem wir jetzt Assassin's Creed 2 beendet haben. Folgt nun der nächste Assassin's Creed Teil, der weiterhin auf die Story von Ezio Auditore basiert, der im alten Rom weiterhin Gerechtigkeit schafft und weiterhin gegen die Templer antritt. Und wir quatschen nicht mehr lange rum. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal für die ganzen Leute, die bei Assassin's Creed 2 zugeschaut haben, die es nicht getan haben, können ja, wenn sie dieses Video sehen und vielleicht die Vorgeschichte von Assassin's Creed Brotherhood sehen wollen, nochmal bei Assassin's Creed 2 vorbeischauen. Naja. Wir beginnen den Story-Modus und wir können vielleicht zwischendurch, also mal vielleicht den Mehrspielermodus ausprobieren. Das ist nur manchmal sehr problematisch euch zu zeigen, weil nicht mehr so viele Leute den Mehrspielermodus spielen. Aber wenn das hier vielleicht jemand mal sieht und vielleicht mal eine Runde Bock hat mit mir zu zocken, der kann ja mal vorbeischauen oder mich einfach mal anschreiben. Unter die Kommentare des Videos, ganz einfach. Nun ja, wir beginnen nun den Story-Modus mit einer neuen Sitzung. Den lassen wir mit dem Namen Desmond. Passt schon. Ich glaube, niemand rechnet damit, eines Morgens aufzuwachen und mitten in einem Krieg zu stecken zwischen zwei Geheimbünden. Also ich nicht. Aber hier bin ich. Auf der einen Seite die Templer, besser bekannt als Abstergo Industries. Ihr Geschäft heißt Macht. In Politik, Wirtschaft, Technologie. Sie geben nicht auf, bis jeder Einzelne von uns ihnen dient. Quasi. Gegen sie kämpfen die Assassinen. Eine Gruppe, die den freien Willen der Menschen schützen will. Durch mein Blut gehöre ich zu ihnen. Vor ein paar Wochen fanden mich die Templer. Sie entführten mich, banden mich auf eine ihrer Maschinen und ließen mich arbeiten. Das Ding heißt Animus. Darin verbrachte ich viel Zeit. Erlebte die Erinnerung meiner Vorfahren, entdeckte ganze Leben, gespeichert in meiner DNA. Ich erlebte die Erinnerung des Assassinen Altair. Er war bei den Kreuzzügen. Die Templer wollten den Standort eines sogenannten Edensplitters finden. Ein antikes Artefakt, das den Willen beeinflussen kann. Sie dachten, sie hätten, wonach sie suchten. Und beschlossen, mich zu liquidieren, aber Lucy half mir. Lucy. Als es ganz finster aussah, gab sie sich als Assassine zu erkennen und floh mit mir. Ich hoffte, das wäre das Ende meiner Pechsträhne. Aber es war erst der Anfang. Ich stieg wieder in einen Animus. Nun erlebe ich die Erinnerungen von Ezio Auditore da Firenze, meinem Vorfahren aus der Renaissance, auf der Suche nach Antworten. Durch den Sicker-Effekt werde ich nun wirklich zu einem Assassinen. Und das ist gut so, denn die Templer wollen uns alle versklaven. Sie fanden uns. Sie stürmten unser Versteck, jetzt fliehen wir und suchen nach Schutz. Doch es gibt keinen, die Zeit läuft. Mein Name ist Desmond Miles, das ist meine Geschichte. Wow, was geht denn hier ab? Wie habt ihr mich gefunden? Mario Auditore führte mich her. Ja, komm schon. War zwar jetzt noch nicht zu verstehen, was das hier war, aber das kommt bestimmt noch. Rebecca, was ist los?
Ich muss eine Diagnose machen. Ich melde mich gleich. Da sieht man wieder die Sonne und die Planeten vom Ende von Assassin's Creed 2. Vielleicht erinnert sich einer daran. Es ist getan. Die Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt. Wir alle. Wir können nichts mehr tun. Nun liegt es an dir, Desmond. Was? Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen. Il Vaticano, Dezember 1499, Mann ey. Ich kann schon wieder keine Zahlen mehr lesen. Und hier ist nochmal das Ende von Assassin's Creed 2. Diese komische Halle. Jetzt die Auditorium, wollen wir uns das mal angucken? Ja, komm. Ach nur, steht noch ein bisschen für Text. Also wer Ezio noch nicht kennt, der kann ja hier mal auf Pause drücken und sich das durchlesen. Mehr steht auch gar nicht. Der Spanier ist weg. Heißt also, er ist nicht tot? Oh Mann. Besser im Schoß der Erde, als in der Hand der Menschen. Onkel! Was soll ich sagen? Wir schickten einen Mann gegen eine ganze Armee. Ich war besorgt. Schnell, komm hoch! Wir müssen hier weg! Hat aber funktioniert. Ah, das ist der Weg. Ja, hier ist, zeigt man uns nochmal an, wie es funktioniert, aber kurz nach Assassin's Creed 2, ein paar Tage später, wo ich das hier aufnehme, fällt mir jetzt nicht so schwer, mich daran zu erinnern. Steuerungsmäßig hat sich da eigentlich nicht viel verändert. Ihr würdet nicht glauben, was ich gesehen habe, Onkel. Dann bleib mir bloß am Leben, damit ich davon erfahre. Ich rechne mit Widerstand. Und ich rechne damit, dass die Borgia heute Nacht viele Verluste beklagen. Wollen wir es hoffen? Machen wir Onkel Mario hinterher. Hier kann man sich auch noch ein bisschen was über Onkel Mario durchlesen. Für die, die Assassin's Creed 2 nicht kennen, drückt einfach auf Pause. Cosa fate qui? Assassini! Gott wird euch für eure Sünden strafen! Ihr habt diese heilige Stätte geschändet! Ihr verdammt, was ihr nicht versteht! Wir müssen gehen, Ezio, los! Okay. Komm aus dem Weg. Auf ihm spricht der Teufel! Ach. Wendet euch von ihnen ab! Ich geh einfach mal hier durch, hier. Kann ja nicht sein. Ich habe euch den Arsch gerettet. Hat Rodrigo dich verletzen können? Kaum. Meine Rüstung schützte mich. Ah. So konnte Ezio das also überleben.
Warum müssen wir denn mal hier durch die Massen durchrennen? Wer sich wundert, warum meine Stimme so komisch klingt, die ist nicht immer so. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Sei bereit zum Kampf. Immer. Oh. Was tut ihr denn? Dich retten, so wie es aussieht. Nicht schlecht, alter Mann. Stimmt, du kannst es immer noch. Natürlich. Ich muss ja erstmal hier. Oh ja. Und im Brotherhood gibt's jetzt neue Kills. Ja. Mann, ey. Dreht er sich immer zum Falschen hin. So. Komm schon. Hohoho. Total hier. So. Ey. So. Das Kampfsystem läuft auf jeden Fall ein bisschen schneller, finde ich. Oh Mist. Ezio, hierher! Ui. So, das war's ja schon. Wo jetzt lang? Da bist nicht lang. Sorry. Wohin? Ich lasse Mario mal vorangehen. Wir wissen ja nicht, wo es lang geht. Weil das hier spielt gleich direkt im Anschluss nach Assassin's Creed 2. Da haben wir gegen den Papst gekämpft. Der wollte alle Menschheit versklaven, der Macht des Edensplitters. Er hat gedacht, er werde Prophet, dabei waren wir's. Und dann hat so eine komische Person der alten Zivilisation mit uns geredet. Durch uns geredet. Mit Desmond, der im Animus sitzt. Den wir eigentlich in Wirklichkeit spielen über Assassin's Creed. Und ja. Die hat uns eben gesagt, dass die Welt untergehen wird. Wenn wir nichts tun. Schon schnell, schnell. Gehen wir eben hier lang. Bist du betrunken? Nur ein bisschen. Nein, ehrlich gesagt nicht. Oh. Scheiße. Super. Na, nehmen wir die Treppe. Und ja, jetzt befinden wir uns immer noch in Rom. Wir müssen irgendwie fliehen, denn die halbe Stadt ist anscheinend hinter uns her. Die Entscheidung liegt allein bei dir. Doch fälle sie schnell. Gib ihn mir. Mach später damit, was du willst. Bene. Spring! Und damit heiße ich euch nochmal ganz herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Ubisoft präsentiert. Assassin's Creed Brotherhood. Und ich habe wieder mal keine Ahnung, wann ich begonnen habe. Hm.
Monterey Journey, Januar 1500. Und dann sprach Minerva von der Sonne. Von einer Katastrophe, die vor langer Zeit geschah und wieder geschehen wird. Irgendwann weit in der Zukunft, Vero. Dann müssen wir uns darum nicht sorgen. Sieh, vielleicht ist unser Werk vollbracht. Wäre das so schlecht? Wir haben das Arsenal aufgestockt, als du weg warst. Ah, und jetzt ist es üblich, Besucher mit Kanonenkugeln zu empfangen? Bitte verzeih. Sie stehen erst seit ein paar Tagen. Meine Männer sind im Umgang noch nicht geübt. Tja, dann müssen wir das ändern. Tja, Ezio hat eben noch erklärt, wir haben mit Minerva gesprochen, eine Person der alten Zivilisation, eine Rasse, die wahrscheinlich vor uns existiert hat, vor den Menschen eben, und sie hat eben den Weltuntergang prophezeit, in weiter Zukunft. Ruhig, ruhig. Willkommen zurück, Ezio. Ezio! Ja, hallo, ja, das hallo. Ist Ezio! Lasst mich sehen! Buongiorno! Salve, Mario! Schön, nach Hause seht zu kommen. Euch die beiden nur an. Komischerweise. Dieser Ort macht sich langsam. Nur dank dir. Bruder! Claudia. Schön, hier zu sein. Wie geht's, Mutter? Ganz gut. Ich hörte, dass du kommst, aber ich wollte es mit eigenen Augen sehen. Die Contessa von Forli will dich sprechen. Ich wusste nicht, dass du so berühmt bist. Katharina? Hier? Es ist also vorbei? Ist der Spanier wirklich tot? Versammelt am Abend alle in Marios Büro. Dort erkläre ich euch alles. Sei gewappnet, Ezio. Sie werden viele Fragen stellen. Claudia, sag der Contessa, ich freue mich, sie heute Abend zu sehen. Claudia Auditore. Gucken wir mal rein. Berufsschülerin Adlige. So, wer Claudia noch nicht kennt, der drückt auf Pause. So, und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. So, und dann sehen wir uns hier mal wieder zu... Ach, das ist der erste Endscreen, Mann. Ich habe mir ja ein bisschen was zusammengeschnitten. Und hier haben wir den ersten Endscreen. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge mit der Cortez von Forli reden. Die kennen wir aus dem zweiten Teil noch. Wer sie noch nicht kennt, die werden wir... Der wird sie dann kennenlernen. Die ist eine ganz schöne Herzdame. Und ja... Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder von Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Bis dahin, ciao!